Lisa ist auf den Geburtstag von Tim eingeladen. Sie hat die Idee, ihm einen Erdbeerkuchen zu backen. Das Backrezept holt sie sich aus dem Internet. Dafür benutzt sie natürlich eine Suchmaschine. Lisa schreibt Rezept für Erdbeerkuchen in die Suchleiste. In Sekundenbruchteilen sieht sie eine Liste mit Kuchenwebseiten vor sich. Gleich der zweite Eintrag in der Liste ist der richtige. Doch wie kommt eine solche Liste überhaupt zustande? Wie funktionieren eigentlich Suchmaschinen? Suchmaschinen sind Programme, die das Internet nach veröffentlichten Webseiten durchsuchen und diese katalogisieren. Dabei macht eine Suchmaschine drei verschiedene Dinge. Ein sogenannter Webcrawler, auch Bot, Robot oder Spider genannt, erfasst unablässig die Inhalte von Webseiten und Dokumenten aus dem Netz. Die Inhalte der Webseiten gibt der Webcrawler an ein Datenbanksystem weiter. Hier werden die Daten gesammelt, analysiert und katalogisiert. Damit nicht ein Riesenchaos entsteht, wird ein Inhaltsverzeichnis der Daten, ein Index, angelegt. Bei Lisas Suchanfrage muss die Suchmaschine also nicht das gesamte Internet durchsuchen, sondern guckt ausschließlich in den Index. Dann kann sie diejenigen Webseiten als Ergebnisliste ausspucken, die am besten zur Suchanfrage Rezept für Erdbeerkuchen passen. Und genau das ist die eigentliche Kunst einer Suchmaschine. Sie muss die Webseiten identifizieren, die am besten zur Anfrage passen. Dafür hat jeder Suchmaschinenbetreiber eine eigene Formel entwickelt. Die ist dann auch dafür verantwortlich, dass einige Webseiten in der Ergebnisliste ganz oben stehen oder weiter unten. Lisa jedenfalls ist fündig geworden. Jetzt muss nur noch eine passende Kuchenform her. Aber das ist schon wieder eine andere Suchanfrage.